Hi. Tut mir leid. Wie geht's? Ganz gut, dir? Hast du das schon gehört? Was denn? Der sexuelle Übergriff. Hier in der Nähe. Am Samstag. Was? Nein. Warte, ich lese es dir vor. Am Samstagabend wurde eine Frau in der Filmbar von dem Mann Samuel L. sexuell missbraucht. Der Mann wird jetzt wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt. Nein. Also ich meine, ich kann es verstehen. Wir haben echt schon lange nicht mehr geredet und so, aber also wir können doch einfach wieder schreiben oder telefonieren. Nein, das ist es nicht. Ich wollte mehr als nur zwei Freunde, die sich aus Zufall getroffen haben. Je länger es wurde, desto weniger Hoffnung bekam ich und desto schmerzvoller wurde es. Und als du mir gesagt hast, dass wir nur Freunde sind, war auch der letzte Funke weg. Das tut mir leid. Du bist mir wirklich wichtig und ich bin dir auch sehr dankbar für unsere Zeit. Doch dich jetzt zu sehen, geschweige dich zu treffen, vor allem mit einem anderen Typen, würde mir nur noch mehr das Herz brechen. Es tut mir wirklich leid, Aiden. Kann ich das irgendwie wieder gut machen? Geh morgen bitte zur Polizei. Aber ich meinte jetzt... Sprich mir das. Aber das... Also Naomi. Ja, ich verspreche es dir. My friend, when we're together again, together again, when we're together again. Ich geh mal kurz auf Klo, ne? Ja, okay. Naomi? Ich bin Aidens bester Freund, aber... Philipp! Richtig. Ja, er hat öfter von dir erzählt. Was machst du hier? Also, eigentlich habe ich dich hier gestellt und Aiden weiß einfach gar nichts. Ich hab was? Also, lass ihn einfach in Ruhe. Dafür hast du mich jetzt hierher bestellt. Das ist komplett egal. Lass ihn doch einfach in Ruhe, okay? Und das konnte er mir nicht selber sagen? Alter, Naomi, verstehst du es nicht? Du hast dein Herz gebrochen. Jedes Mal, wenn ich mich mit ihm getroffen habe, ging es nur um dich. Was du getan hast, mit wem du dich getroffen hast, wo du warst, was du geliebt hast. Ich weiß mehr über dich als jede andere Person von ihm. Und er wusste noch viel mehr. Und du hast es aber nicht gesehen. Er war verliebt. Und du bist zu blind, um sowas zu sehen. Du hast ihn gebrochen und weggeschmissen und jetzt ist es zu spät. Es ist vorbei. Du hast ihn verpasst. Your body lie awake, speak to me.